Torabschlüsse. Ja, das trainieren unsere Jungs. Macht auch Sinn. Bis zum Tor klappt in letzter Zeit häufig fast alles. Das Tor selber fällt dann oft genug nicht. Dafür lässt man den Gegner kurz vor Schluss nochmal ausgleichen. So soll es aber natürlich nicht weitergehen. Ja, ist schon extrem ärgerlich. Also ja, wir sind alle ziemlich schon nicht aufgebracht, aber wir ärgern uns alle. Und vor allen Dingen jetzt, weil wir zweimal in den letzten 10 Minuten, sag ich mal, den Ausgleichstreffer bekommen haben. Und von daher sind wir aber zuversichtlich, dass wir jetzt am kommenden Wochenende dann die 3 Punkte einfahren können. Wir werden jetzt im Training nochmal Vollgas geben und dann konzentrieren wir uns total auf das Spiel jetzt in Braunschweig und wollen dann natürlich die 3 Punkte mitnehmen, das ist ganz klar. Eigentlich gibt es doch weiter nicht so viel zu meckern. Platz 6 in der Tabelle steht noch. Ich glaube, es ist schon so Druck, Riesendruck würde ich jetzt nicht sagen. Das ist ganz klar, wir wollen alle gewinnen. Das ist ganz, ganz normal, dass wir jetzt nach so einer langen Zeit wieder einen Dreier einfahren wollen. Natürlich, du hast gesagt, jetzt, wenn man so auf die Tabelle guckt, 6. Platz, sind noch viele Spiele, ist noch alles möglich. Aber wie gesagt, wir haben längere Zeit nicht mehr gewonnen und deswegen ist ein Sieg eigentlich immer ziemlich wichtig, auch für Selbstvertrauen. Hätten wir vielleicht vor Hoffenheim und Bremen 5 Spiele lang gewonnen, dann wären die vielleicht auch anders ausgegangen. Weiß man natürlich nicht. Aber wir setzen jetzt alles daran, die 3 Punkte jetzt zu holen am Wochenende. Klar wollen die Gladbacher wieder gewinnen. Wir Fans haben da auch nichts dagegen. Dabei will Julian Korb natürlich auch helfen. Seine Position als rechter Verteidiger scheint ihm momentan auch keiner streitig zu machen. Was sich für mich geändert hat, ist ja, dass ich halt regelmäßig am Wochenende zum Einsatz komme. Ich bin sehr froh darüber und hoffe natürlich, dass ich der Mannschaft so gut wie möglich helfen kann. Ich will immer spielen und ich denke, das ist ganz normal für uns alle, denke ich, dass alle immer spielen wollen. Und von daher will ich diesen Platz natürlich auch behalten, das ist ganz klar. Weiß aber natürlich auch, dass ich da immer wieder auch im Training immer Gas geben muss und dann auch in den Spielen die entsprechende Leistung bringen muss. Genau, und dafür wird eben weiter trainiert, damit das alles dann schon am kommenden Samstag in Braunschweig funktioniert. Flügelflitzer Patrick Herrmann ist übrigens wieder ganz normal im Training. Die Grippe, mit der er in der vergangenen Woche noch gekämpft hatte, ist überstanden. Auch Max Kruse war nach seiner im Hoffenheim-Spiel erlittenen Innenbandreizung im Knie mit dabei. Mit trainieren können momentan alle außer Oscar Wendt und Juan Arango. Aber auch wenn noch jemand fehlen würde, ganz zur Not könnte Coach Lucien Favre sich auch mal selber einwechseln. Gucken Sie mal, der kann das noch.